ist das Urteil über das Sagen von Ja Muhammad? Wie ist das Urteil über das Sagen von Ja Muhammad? Das hat zwei Bedeutungen. Wenn jemand sagt Ja Muhammad, dann kann er zwei Dinge damit meinen. Die erste Sache ist problemlos, wenn er einfach nur Muhammad s.a.w. was erwähnen möchte. Wie du im Tashahud sagst, Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Friede sei auf dir, o Prophet. Das ist kein Problem. Wenn du deswegen Ja Muhammad sagst, ist das problemlos. Aber wenn du dieses sagst, weil du Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufst, dann hast du ein gewaltiges Problem. Das ist, das ist Schirk. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man mata, und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Derjenige, der gestorben ist, während er vor seinem Tod etwas anderes angebetet hat, außer Allah. Etwas anderes gerufen hat, außer Allah, so wird er was betreten, das Höllenfeuer. Weil dieser hat jemanden dieselbe Stellung gegeben wie Allah Azza wa Jal. Wenn man auf diese Weise Ja Muhammad sagt, und das sagen sehr viele unter den Sufis, möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, dann ist das Schirk, großer Schirk, und du wirst dafür abgerechnet bei Allah Azza wa Jal.